So, kurzer Schnitt vorbei. Weiter geht's mit der Waffenentwicklungsabteilung. Extrem natürlich. Ein Konkurrenzunternehmen. Punkt. Unsere Waffenentwicklungsabteilung hat geheime Daten in einer Höhlenschlinge versteckt. Der Rest des Textes ist gleich wie beim letzten Mal. Finde ich jetzt nicht so doll. So, Schwarzkunst habe ich noch angelegt, ne? Den Elfenring auch, aber Schutz vor Tod brauche ich hier. Und statt zu schleifen, okay, brauche ich auch. Da hat es ja im letzten Part ein paar gegeben. Die waren schon ziemlich fies drauf. Für euch war es letzten Part, für mich waren es gerade mal 5 Minuten. So, lasst mal sehen, was habe ich denn drin gehabt? Moment. Graviger? Ah! Subspirica. Vielleicht eins, was nicht fertig ist. Bitte sehr. Das Ganze noch sortieren, dann passt das. So, weiter geht's. Schauen wir mal die Höhle hier an. Oh, ziemlich groß, aber es geht noch. Mit Vogel. Ja, ziemlich nerven kann. Und einen Energieschub bekommt. Nicht so doll. Ihr greift mit Energieschirm um euch. Ich mach euch einfach mal so ins Fertig. Irgendwie auf. Au, das Flair haut aber rein. Und schön, dass ich die physische Resistenz habe, wenn hier voll die Attacken durchkommen. Upsa! So, darf ich mich verziehen? Der macht eh schon einen Soldier-Bun-Blick. Schön, dass mein Limit schon auf gering ist. So, und jetzt tschüss! Nochmal 8000 Schaden gefressen, nochmal ein bisschen und jetzt tschüss sagen. Ist jetzt was oder? Das dauert aber, bis man hier mal geflohen ist. Ey. Meine Güte. Also wenn ihr hier fliehen wollt, dann empfehle ich euch sehr viel TP mitzuhaben. Und natürlich Wahl. Natürlich. Rechts und links sind beides Kisten. Ich gehe mal zuerst mal rechts. Ich glaube, denen kann man nicht entkommen, kann das sein. Also vielleicht mal schön ausgewichen. Und dann wieder tschüss. Hoppa! Na, zu früh ausgewichen. Naja. Hopp! Es dauert hier wirklich lange, bis man hier flieht. Das ist nicht so toll, aber naja, was wir machen. Nicht fliehen und kämpfen? Wäre eine Möglichkeit, aber da würde der Kampf sehr sich hinziehen. Sehr. Die halten ja so einiges aus, diese kleinen Dinger. So, hier ist eine Kiste mit einem Gießerkraut. Und sonst ist hier nix. Und in die andere Richtung. Ich hoffe, ich treffe nicht nochmal auf einen Gegner. Also, wie ich mich kenne, treffe ich sicher auf irgendetwas. Eine Kiste mit Schokomopsfeder. Irgendwas sagt mir hier, die Materiefusion bezieht sich hier auf mehr TP beim Fusionieren. Das Spiel sagt einem, du brauchst mehr TB, Freundchen. Viel mehr. So, Bomber. Wisst ihr was? Gegen euch kämpfe ich mal. Ihr habt immer so schön MP mit, ne? Autsch. Hab ich das Ding vorher doch getroffen? Das ist normale Feuer. So, nochmal. Schön geheilt. Und jetzt Graviga. Ups. Ja, dieses, da gehen Bremsen, die halten wirklich einiges aus. Und hauen natürlich auch sehr stark rein. Ups, auf dem Feuer. Nochmal. Und warten, bis ich. Ja, machen wir mal so schwieriger. So. Ups, schön ausgewichen. So, immer den Schub wieder ausweichen. Dann hat man eigentlich keine Probleme. Ups. So, AP frei. Na dann kann's losgehen. Hol den Hammer raus! Aber zuerst mal ein bisschen hier ausweichen. Ups, ouch! Na, die sind schnell! Meine Phönixfeder! Was soll das, Freunde? Ja, wenn man die Phönixfeder verbraucht, ist das Limit noch immer auf niedrig. Sehr interessant, wie gesagt. So, hier, bekommst du einen Hammer! Nicht? Dann nochmal. BAMS! Weißt du, was schön war? Nochmal! Und du kannst mich mal mit dem Subvita, die besiege ich so. Komm schon!
Ich besiege dich so, auch wenn ich gerade AP frei habe, das bringt nicht viel. Bisschen Schaden vielleicht. Ja, 62.000, das passt schon noch. Aber trotzdem, die Phoenix-Feder wieder dafür abgeben, das war kein guter Tausch, das war kein guter Tausch. Die letzte, die ich habe, die behalte ich noch. Für eine schwerere Mission. Hier mehr. Oh, der Magieschlag! Ich habe ja schon immer davon geredet, dass es statt einem Hammerschlag noch was anderes gibt, sowas wie Magieschlag. Und den habe ich jetzt. Und was ist denn der? Ah, hier. Ermöglicht einen kraftvollen Angriffsschlag im Austausch gegen MP. Das Coole ist jetzt, da ich Spiriger habe, macht es zurzeit sogar mehr Sinn als wieder Hammerschlag. Beim Magieschlag ist es nämlich ähnlich wie beim Hammerschlag. Je weniger MP bei der Ausführung, desto schwächer und so. Zum Teufel ist er denn? Ah, hier. Er gibt mir zwar jetzt keine Cons, die ich gut gebrauchen könnte, aber trotzdem, der Magieschlag ist zurzeit besser, weil ich halt Subspiriger habe. Ich glaube, das erklärt sich von selber. Ansonsten hat der Magieschlag den gleichen Effekt wie den Hammerschlag. Er durchdringt jede Cons des Gegners. Jede Cons. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Ich brauche was gegen hüpfende Bälle. Habe ich noch mit? Gut. Der Magieschlag ist richtig cool. Vor allem, wenn man so viel MP hat. Gib mir ein bisschen was her, mit dieser hüpfende Ball. 9? Naja, das könnte ein bisschen länger dauern, da was abzuziehen. Das erstmal Wall. Da ich zurzeit eh mehr MP habe jetzt wie AP. Was, da kann Ultima? What the hell? Achtung, ausweichen, wenn es grün ist. Genau, das haben wir gemerkt. So. Ich lade ein bisschen MP auf, das dauert eine Zeit lang. Das heißt, dieser Gegner hat eine Menge Psy. Sehr viel. Autsch. Ich glaube, es ist besser, wenn ich so Magieschlag mache. Einfach mal so. Im Moment, Grafik mal zu sehen, wie viel er aushält. 26.000. Ja, bleibt. Magieschlag! Plups! Ist jetzt nicht so stark, weil ich nicht volle MP hatte. Aber sonst ist der Magieschlag wirklich gleich wie der Hammerschlag. Nur, dass er MP verbraucht. Es gibt auch einen Schlag, der TP verbraucht. Und der hat's wirklich in sich. Das ist so eine Art Schwarzkunst, aber nicht mit einem Schwarzkunsteffekt. Das heißt nicht, dass er irgendwas durchdringt, so wie die Master fanden. Nee. Aber das war schon cool. Der Magieschlag ist nett. Die Forschungsabteilung. Okay, wir haben ein Startplanungsamt, eine Behörde für Raumfahrt, Nachrichtendienst, Sicherheit, Waffen und Forschung. Klingt nach einer Stadt. Ein Konkurrenzunternehmen, wer hätte es erwartet? Forschungsabteilung, der Rest des Kletics. Es ist gleich. Sowas lese ich doch gar nicht mehr vor. Leider. So, dann machen wir hier die erste Kiste auf, in einer Höhle wieder mal. Oh, da ist nach vorne mal zu. Finde ich gut. Ach, das sind von herein schon diese hüpfenden Dinger. Gib mir mal ein bisschen Bär. Danke. Und jetzt wisst ihr was? Wisst ihr was? Magieschlag! Hi! Na, vorher sollte man vielleicht nicht in Graviger reinlaufen. Das wäre nicht so gut. So, wieder Ultima. Abwarten. Wenn grün ist, ausweichen. So. Ha! Magieschlag! Und nochmal. Beim Magieschlag ist also nur ein Nachteil. Der Schaden vom Magieschlag geht schneller runter als wie bei einem Hammerschlag. Ich weiß nicht, ob es ein Gefühl ist oder ob es wirklich so ist. Mein Gefühl sagt mir, beim Magieschlag ist es wirklich etwas krasser als wie beim Hammerschlag. Kann sein, dass es so ist. Kann auch sein, dass ich jetzt gerade Blödsinn erzählt habe. Es ist Gefühlssache. Aber trotzdem, Magieschlag! Jetzt hole ich nicht den Hammer raus, jetzt hole ich den Magieschlag raus. Und beim Magieschlag ist auch die Stärke abhängig, wie stark er ist. Nicht von eurer Magie. Auch wenn der Magieschlag heißt. Es hängt von eurer Stärke ab. Unter anderem. Von euren MP bei der Ausführung und von eurer Stärke. Also von zwei Faktoren. Mehr aber nicht. Ah, hier ist eine Kiste. Her mit dir. Will wissen, was da drin ist. Sicher etwas Wertvolles. Komm her. Geht so. Ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viel Mittel bekommen. So einiges. Weiter geht's mit einen Hyperreif. Ich vermisse noch immer etwas Bestimmtes. Hier sonst nichts. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich das herbekomme.
Es ist nicht mein Lieblings-Item, sondern es ist eine Materia. Eine lilare. Also sowas wie TP++. Mit einem coolen Effekt. Die vermisse ich noch. Nein, ich weigere mich, ihren Namen zu nennen. Weil, Spoiler. Oh, guten Tag. Gut, dass ich noch immer Schutz vor allen Zuständen habe. Sonst wäre es hier ziemlich... Ah, da kam! Urpa! Schutz vor Elementen wäre ja auch nicht schlecht. So. Magieschlag, aber sowas von. Bam! Ja, Nachteil ist halt wie immer, die Ausführungszeit ist so lange. Für manche vielleicht zu lange. Ich finde sie cool. Es geht noch, es gibt so einige, zum Beispiel stark Subvitag. Subvita ist das nicht Subvitaga. Das dauert noch länger und macht weniger Schaden. Also. Da ist das schön abmessen, was da wirklich besser ist. Mann, seid ihr nervig. Die ziehen mir auch noch 1000 MP. Dann haben sie den Ball aufgehoben. Gehen mir auch langsam wieder MP aus. So, wieder auffüllen. Ich komme nicht zum Magieschlag, weil die so schnell angreifen. So, nochmal. Bam! Ups! Na, schon langsam mir SP abziehen, geht's ja noch. SP kann man nicht hier leichter zurückholen. Die Tepe. Sind nicht so leicht. Und sind die nervig? Was sowas von? Sie machen zwar keinen Zustandsangriff, okay, selten. Sie haben noch immer einen Zustandsangriff, stopp drauf, diese Viecher. Da heißt es vorsichtig sein. Und Schutz vor Tod, brauche ich das hier jetzt überhaupt? Schutz vor Tod? Bisher sieht es nicht so aus, als würde ich das hier brauchen. Boing! Ich frage mich wirklich, brauche ich hier Schutz vor Tod? Ich glaube nämlich nein. Jetzt was, das probiere ich aus, indem ich es raushaue und mir direkt Schutz vor alle Elementen reinhaue. Schutzbild, weg mit dir. Ich brauche dich vielleicht später wieder. Hier ist das Zauberarmband. Schutz vor jedem Element. Beziehungsweise jedes Element wird absorbiert. Es gibt natürlich Magie, die noch immer trifft, so wie Flare. Blitz. Die war cool. Blitz. Ja, das hätten wir noch anzubieten. Ultima, Graviga, alles was unelementar ist, sowie Energie auch. Ich glaube, ich habe es alle bald, ne? Bald. Es gibt so viel Magie, die unelementar ist. Hier, Magie SP Turbo ist die gleiche Materie wie der Angriffs SP Turbo, nur halt mit Magie. Schön blau finde ich die. Austausch von SP macht man mehr Magieschaden, aber nee, braucht man nicht. Zumindest ich brauche es nicht. Vielleicht gibt es ja einen von euch, der es braucht, aber ich nicht. Wenn ihr mehr Magie haben wollt, also mehr Magieschaden, dann erhöht eure Magie, anstatt eure SP dafür zu opfern. Das ist meine Meinung. So, wir wieder drei von den Dingen. Ich glaube, war da hinten noch was? Na, anscheinend nicht. Weil hier der Bossgegner kommt. So, einmal. Ups. Dann ausweichen hier und dir einen Magieschlag verpassen, der noch immer Maximalschaden macht, obwohl schon die Hälfte der MP weg sind. Schön. P abziehen, Zwillingsklauen ausweichen und reinhauen. Oh yeah. Das war stark Subita. Haben wir mal gesehen, wie unterschiedlich hier die Ausführungszeit ist. Und der Rest was aus, mein Freund. Das gefällt mir. Hör mal ein bisschen Graviger für dich. Hör mal ein bisschen etwas aus. So, noch ein bisschen P abziehen und Magieschlag. Ja, der Magieschlag ist wirklich zurzeit besser wie der Hammerschlag. Noch! Das sage ich euch. Noch! Der wird bald abgelöst, das kann ich euch versprechen. So, weiter geht's! Das wäre erledigt, die Kostbarkeiten, aber ich will das fertig haben. Maßnahmen gegen mafiöse Strukturen! Huch, sind wir hier bei der Mafia gelandet? Ein Don! Ach, ich weiß, wer gemeint ist. Ich weiß, wer gemeint ist. Oh, meine Güte. Wenn ich das schon lese, muss ich fast anfangen zu lachen. Für alle Fälle. Uns sind Informationen über versteckte Beutestücke des Mafiosi Don Corneo, der weiten Teile des Walmarts kontrolliert, zugetragen worden. Verschaffe dir die Beute zurück, um seinen Einfluss zu beschwächen. Als Lohn darfst du die Fundstücke behalten. Der Don Corneo ist ein Mafiosi. Okay, Mafioso heißt es eher, ne?
In Midgar heißt es. Da hinten ist eine Kiste mitten irgendwo im Nirgendwo. Die will ich natürlich haben. Den Namen sollte man sich merken. Das sage ich euch jetzt schon mal. Warum? Sagen wir mal so. Er hat ein bisschen Dreck am Stecken. Sehr viel Dreck. Und ich sehe schon diesen Halloweeny, da heißt es wieder Schutz vor jedem Zustand. Was hätte das gerne? Schutz vor jedem Zustand oder Schutz vor jedem Zauber? Ich kann mich nicht entscheiden. Obwohl, Moment, das habe ich doch, oder? Ja, das habe ich doch. Passt. Schutz vor Tod brauche ich ja zurzeit nicht. Glaube ich mal zumindest. Und wenn er einer Tod zaubert, dann werde ich es eh merken. Moment, habe ich noch einen Pushen? X-Push. Rein damit. Die X-Potions könnt ihr reinpfeffern. Die normale Potions heilen genauso viel. Das ist kein Witz, wenn ihr eine bestimmte Anzahl an TP habt, ich glaube etwas über 25.000, heilt jedes Potion euch mit 9.999. Egal, wie hoch das Potion ist. So, Banks! Du hältst wirklich viel aus. 1000 SP abgezogen, aber jetzt weiter nichts ist. So gut den Flair ausgewichen. Dann dich nochmal ausweichen. Ab MP frei. Plups. Na, dann habe ich gern mit dem Magieschlag keiner Zeit ausweichen. Atem ausweichen. Genau, weil das ist auch das Limit auf niedrig statt auf normal. Und damit ich auch den Maximalschaden mache, immer schon von hinten angreifen. So, links oder rechts? Ich glaube, da hinten ist der Boss. Moment. Es ist eine Kiste da hinten. Verlockend, verlockend. Ich mag die Musik hier. Die ist ein bisschen anders wie in der Höhle. So, hier ist eine Kiste mit Elementklinge. Ja, das ist eine Klinge, die Feuer, Eis und Blitzelementar ist. Die hatten wir schon mal. Das Problem habe ich ja schon mal erläutert. Wenn ein Element absorbiert wird von der Klinge, könnt ihr es vergessen. Generell, ich benutze sie nie, was zur Hölle. Ja, stark Subiter, das braucht wirklich ewig, bis sie normal ausgefunden wird. So, aber Graviga und hey! Der Halloweeny blockt Graviga! Darf ich das denn hinschreiben? Moment, ich habe ein Buch. Ich habe ein Buch, wo darf man das hinschreiben? Da schreibe ich das hinein. Genau. Der Halloweeny absorbiert Graviga. Plups! Einfach mal so. Mal schauen, ob es irgendwer mal lesen wird. So, schwieriger. Du willst Eisenklaue machen. Tja, also der zieht wirklich nur SP ab, der hier. Keine TP. Das ist kein Problem, Gegner. Der ist einfach nur da, um die SP wegzumachen. Moment, war hier gerade die Kiste? Hallo? Kiste! Oder habe ich die schon aufgemacht? Oder habe ich Halos? Ah nein, hier ist sie. Mit Achilles. Ja. Ein Hieb, der... ja, er ist da. So, zuerst die Hopser X weg. Zack. Die sind... wow. Der haut aber richtig rein. Also richtig, der heilt mich mal eine Runde. Dann Flair ausgewichen und dann Subspiriger. Und dann Hammerschlag! Ja, nicht Hammer. Magieschlag! Hol den Magieschlag raus. Sehr viel raus. 1, 4, 3. 8 3. Oh, haut auch schön rein. Boing! Spiriger. Ah, der blockt das? Ernsthaft, der blockt das. Ah, das ist so ein Gegner, der jede Magie blockt. Nur physischer Angriff erlaubt, okay. Dafür gibt es 4 Schokomops-Federn. 4? Wow! Ich glaube, das Spiel will wirklich sagen, Freundchen, du brauchst mehr TP. Egal, weiter geht's mit Maßnahmen gegen Mafiosi. Der Don kehrt zurück. Ist das ein V oder ein U? Ein V eher. Ein V-Mann hat uns weitere Standorte von Don Corneos versteckenden Slums zugespielt. Beschaffe seine Beute zurück, um seine Macht zu schwächen. Schon wieder in den Slums. Wie kann ein Mafiosi in den Slums sein? Ich meine, Mafiosi haben generell Geld.
Ich weiß nicht, ob es nur so in Real Life ist oder ob das nur so eine Sage ist, aber man, es wird viel erzählt, sagen wir es so. Ob es wirklich so ist, weiß keiner so genau. Das wissen nur die Mafiosi unter sich. Und alle, die was damit zu tun haben, tja. Sagen wir es so. Man hört vieles, aber ob es wahr ist, weiß keiner so genau. Genug davon. Okay, war der Bossfight hier oder war der auf der anderen Seite? Ich weiß gar nicht. Hier. Ich frage mich gerade, ob da hinten ein paar Kisten sind. So wie ich das Spiel hier kenne, sind da bestimmt Kisten. So, gib mir ein bisschen den Herb und dann zerlege ich euch beide, ja? Gleichzeitig, wenn's schön. Wow, die hat ja viel aus. Ups! Und ups! Extrem viel. Da wäre vielleicht ein Graviker sogar angebracht. Tja Leute, jetzt könnt ihr entscheiden, was ist besser? Graviker oder Magieschlag? Beides verbraucht MP. Nur der Magieschlag verbraucht halt 99 MP. Graviker so um die 30? Ja, so ungefähr. So, ich habe das Gefühl, hier hinten ist eine Kiste. Bam, bam, bam. Ja, und hier ist sogar eine. Na komm. So, dann ist das Gerüst ausgewichen und darin ist... Ich lache später. Ein Zustandsschutz. Ich sag mal so. Schleife! Der Zustandsschutz ist ja eine Materie. Damit man sich ja vor bestimmten Zuständen schützt. Sobald man die Schleife hat, ist die Zustandsschutzmaterie sinnlos. Außer vielleicht Zustandsschutz tot. Dafür gibt es aber das Schutzbit wieder. Ich frage mal so, was ist besser? Zwei Materia für einen Zustand herzugeben oder einen Ausrüstungsslot? Könnt ihr entscheiden. So. Würmer? Mit Würmer habt ich's ja mal, ne? Da war doch mal was. Das erstmal wieder diese Hopser weg. Und dann diesen Niederwurm hier, der 14.000 Schaden reinpfeffert. Besiegen. Oh, und der hält auch was aus. Moment, sind mal Leute, wie viel? 9999 und dann 89.000. Das sind etwas mehr wie 300.000. Doink! AP frei im Kampf, na schön. Schade, dass ich diesen Hammerschlag nicht dabei habe. Im Idealfall hat man beide Schläge dabei. Hammerschlag und Magieschlag. Dann hat man keine Probleme mehr. Zumindest für kurze Zeit. 5 mit Drill. Weil wenn man AP frei hat, dann macht man Hammerschlag. Wenn man MP frei hat, macht man einen anderen Schlag. So ist jedem gedient. So, die Missionen gehen heute wieder mal zackig voran. Der erbitterte Kampf des Dons. Uns erreichte neue Informationen, die besagen, dass Don Corneo einen Schatz in einer Höhle versteckt hält. Huch! Stelle diesen... Wie kommen die in diese Höhlen rein? Ich meine, die sind saugefährlich. Stelle diesen Schatz sicher, um seine exzessive Macht einzudämmen. Da es hauptsächlich darum geht, Corneo zu schwächen, darfst du alle Fundstücke behalten. Alle Fundstücke behalten werden. Diesen Spruch, den habe ich jetzt so oft gelesen, der wird schon langsam 0815. Daran könnte man sich gewöhnen, ne? Man darf immer alles behalten, egal was für Mission man macht. Fällt euch was auf? Ja, Sek behält sich immer alles. Er gibt nie was her, außer zu verkaufen. So, hier ist ein dunkler Opal. Dann hier geradeaus war nix, da war nur eine Sackgasse. Dann haben wir hier vorbei schuppen. Schuck, schuck, schuck. Ein paar Würmer besiegen. Plups! Also stimmt, die halten ja so viel aus, ne? Graviger! Und dann Subspiriger! Und dann Magieschlag! Ich bin in einem Hammerschlag so vernarrt, dass ich einen Down Hammerschlag sage, wenn ich den Magieschlag meine. Boah, hier ist viel Graviger los! Hier ist viel Graviger los! So, Plups! P abgezogen! Und den Ultima hier schön wegmachen! Das Lähmungsnetz! Ja, es bringt euch den Zustand benommen und Stopp.
was richtig stark sein kann. Aber wenn man halt den Zustand hat, Schutz vor denen, passt das schon. So, kommt nochmal Sephiroth. Natürlich kommt der 3-6-3 Stufenanstieg von Subspiriga. Mehr MP kann ich immer gebrauchen. Zack! Was würde ich hier wohl ohne Magieschlag machen? Etwas länger kämpfen. So, ist hier eine Kiste versteckt? Ja, hier ist eine Kiste versteckt. Mit Inhalt. Einer Schokomopsfeder. Das wäre mal lustig, wenn eine Kiste aufgemacht wird und da steht leer. Aber so eine Kiste gibt es hier leider nicht. Das wäre trotzdem witzig. Und hey, ist noch eine. Huch, wieder eine Kristallkugel. Ah, wenn ich den gehörnten Teufel schon sehe, wird mir schon schlecht. Ich rieche nämlich den Zustand tot bei denen. Oh, der Zauberpot. Boah, den hatten wir schon lange nicht mehr. Tja, mal schauen, was ich bekomme. Doppel 4, Stufenanstieg, Magieschlag, Stufe 2. Da bin ich jetzt gespannt, was für ein Utensil ich erhalte. Und es ist... Gommelwirbel. Ein Eisenreif. Naja. Schön war's. Und plups. Und nochmal. Plups. Nochmal. Na, komm, nicht aushalten lassen. Plups. Ah, der hat Schutz gemacht vor physischen Angriffen. Bist du aber fies. Aber vor DBW kann man sich nicht schützen. Seid froh. Doppel 3. Schon wieder Stufenanstieg von Subspiriga ist perfektioniert. Coole Sache. So, gib mal ein bisschen hier. Wieso habe ich den Zustand Stopp? Wieso habe ich jetzt einen Zustand Stopp gehabt? Muss ich sofort überprüfen nach dem Kampf. Wieso habe ich einen Zustand Stopp? Habe ich irgendwas verpasst? Okay. Ja, es bringt ein bisschen aus der Fassung. So, zuerst mal hier Kabelka, dann der Energie ausweichen. Dann ein paar MP abziehen gleich hinterher. Genau, immer schön. Uah, taktisch bleiben. Und dann Magieschlag. Kann sein, dass das Lähmungsnetz immer Stoppzustand macht. Das wäre ja übelst fies. Ich konnte mich an sowas erinnern, da war irgendwas. Man konnte nicht mal die Schleife was dagegen haben. Na, es gibt ein paar Dinge, die sind einfach nur krass. Und Sephiroth kommt. Yay, da freue ich mich doch direkt. Plumps. Aja! Aja! So, mach diese Firma fertig, bevor sie einen noch mehr auf den Keks geht. So. Magieschlag! Bums! 3 auf 1 Streich. So. Der gehörnte Teufel müsste jetzt eigentlich noch immer Schutz vor Angriffen haben. Ja, hat er. Aber man kann ihn noch immer unterbrechen. Egal, was er macht. So. Moment, andere Richtung ist der Ausgang. Da lang. Kommst du her? Ultima kann ich ausweichen. Das sollte kein Problem sein. Ups, wenn es grün ist, Viereck drücken. So. Zack. Zack. Okay. Kann ich dir irgendwas anhaben? Anscheinend nicht. Donks! Dann muss ich warten, bis sein... eine Barriere weg ist. Ah ja! Das kann etwas dauern. Upsa! Wups! Wups! Zack! Ich glaube, die hat er ständig. Na gut, dann verziehe ich mich. Tschüss! So, jetzt schaue ich sofort nach. Schleife ist an! Ich sag dazu mal nichts. Ein Zustand, der die Schleife nicht davon abhält, euch davor zu schützen. Das ist mal krass. Ja, da sage ich nichts mehr drauf, weil
Ich sage ja immer, Schleifenschutz vor allen Zuständen. Ist normalerweise auch so, aber es gibt ein paar Sachen, die ich jetzt nicht vor. Zum Beispiel der Zustand Tod. Aber Stopp ist ein Zustand, der sollte eigentlich da weg sein. Aber nein, er ist noch immer da. Aber nicht bei allen Gegnern. Wenn sie zum Beispiel Stopp zaubern würden, würde die Schleife das verhindern. Tja, da gibt's nichts hinzuzufügen. Autsch. Donks! Und du geheuerte Teufel, bei dir bin ich mal gespannt, wie du eigentlich aussiehst. Moment. 9, das war klar. 3, 6, ja, eigentlich nicht so viel. Zack! Wenn man ihn schnell besiegt, geht es. Aber sobald er eine Barriere auf sich baut, ist er knackig. Dann kriegt man ihn nicht so leicht. Ich hoffe, der kommt nicht als Endgegner hier. Sonst heißt es wieder Schwarzkunst ausrüsten. Die Schwarzkunst ist irgendwie cool. Da geht die durch. Egal, was der Gegner für Verteidigungswerte hat. Stimmt. Ich denke gerade über das Verrücktes nach. Sehr verrückt. Glaub mir. Auf solche Ideen komme auch nur ich wahrscheinlich. So, hier ist eine Kiste. Die will ich natürlich auch haben. Mach auf! Ein Himmelschokobonbon? Naja, wer braucht jetzt noch Schutz vor Benommen? Ach, nebenbei. Die Schleife schützt mich ja teilweise nur vor diesem Stoppzustand. Falls ihr jetzt noch extra Schutz vor Stopp reinhaubt, vergesst das, Leute. Wenn der Stopp durch die Schleife geht, dann geht es durch jeden anderen Stoppschutz auch durch. Auch vor Zustandsschutz Stopp. Materia. Das ist ein... Ja! Mehr sage ich nicht dazu. So, wie sieht es aus? Ich könnte ein bisschen Potions gebrauchen. Ja, Moment, zwei ist wenig. Komm, wir gehen mal 6. Ether. Pals Reserve. Soma kann ich auch noch fürs gebrauchen. Allheilmittel brauche ich eigentlich nur noch selten. Zum Glück. So, Potion, Potion. Ein Soma Ether behalte ich mal vor. Weil die ganze Zeit AP Graviga gemacht haben. Halbiert die AP. Ist zwar nicht so schlimm, aber wenn man irgendwann mal nicht mehr ausweichen kann, hat man ein Problem. Und zwar ein deftiges. Ihr könnt nicht ausweichen, ihr könnt nicht blocken. Apropos blocken, ich habe das ja schon ewig nicht mehr gemacht, ne? Tja, warum blocken, wenn ich die Gegner umbringen kann? So, ich hoffe, hier kommt kein spezieller Gegner. Und falls doch... Falls doch... Hau ich mal Subspiriga. Raus ist vielleicht eine blöde Idee, aber wenn so ein Gegner kommt, dann nenne ich die Schwarzkunst doch herzlich willkommen. Activating Combat Mode. Okay. Kein Gegner, aber egal. Graviga. Flups. Graviga. Flups. Achtung vor dem Lähmungsnetz. Das einfach mal so den Schockzauber macht. Ja, ja, macht nur nichts. Bin ich ganz zufrieden mit. Iris, könntest du mir hier helfen? Nein, sie kann nicht. Das wäre jetzt cool gewesen. Best noch Stufe 5. So, Magi! Schlag! Dann zaubert ihr auch noch Subspirit. Und zwar viel. MP frei. Gut, dann hole ich mir mal einen Ether raus. Da ist sehr viel halt nebenbei. Dieser Stoppzustand, der ewig dauert. So. Sind ganz schön viel Würmer. Okay, Seismos wäre hier besser. Wesentlich besser. Moment, die ziehen ja nur 15.000 ab, da lohnt es sich fast schon Schwarzkunst zu zahlen, aber nur fast. Die DPW könnte sich auch mal wieder richtig melden. So, Ball ist hier Pflicht. Dann irgendwie Magieschlag hinkriegen, aber das ist ganz schön hier. Vor allem, wenn man ständig von diesem Lähmungsnetz getroffen wird. So. Graviga, da. Und jetzt geht's. Magi! Yeah. Ah,
Ja, immer schon noch eine Reihe nach. Ihr kommt alle dran. Zack! Das war Nummer 1. Fehlen nur noch gefühlte 10.000. Was ich auch sehr interessant finde. Wenn ihr unverwundbar seid und im Zustand Stopp, hört die Unverwundbarkeit während dem Zustand Stopp auf. Ja, die hat ihre eigene Regeln. Die Unverwundbarkeit. Unverwundbarkeit heißt nicht Schutz vor allen Zuständen. Ist doch klar. So, Genesis! Verbrenne sie bitte! Stufenanstieg, Schwarzkunst Stufe 3! Ich empfehle hier jeden Seismos. Jeden von euch. Show me the true power of Soldier. Mind your own business. Britzel der Blitz! Britzel! Und ist er tot? Ja, einer. Schön, sind ein paar weniger. Ja, ein paar, zwei Stück. So, noch einer und. Ich habe so viel MP. Da ist mir egal, wenn ihr mir 74 MP abzieht. 74, das könnte so weg. Oder 52. So, zack! Nur noch zwei Würmer. Ja, sobald ein paar weg sind, geht's. Ich rufe! Na, wer kommt denn heute? Zero Bahamut. Exaflare. Das haben wir schon so lange nicht mehr gesehen, ich bitte euch. Die Grafik ist auf jeden Fall geil. Das schaut mal wieder, was die PSP eigentlich kann. Ich rufe Zero Bahamut und er macht Exaflare. Richtig geile Szene. Nur komisch, dass er da auf den Mond da schießt, der Mond danach noch immer da ist. Ja. Hatschi! Also wenn der Nieser loslässt, will ich nicht in der Nähe sein. Das ist so derbe. Soweit ich weiß, geht das von eurer Magie aus und durchdringt jede Psy des Gegners. Ich meine, es ist extra Flair. Was erwartet man da? Außer 8000 Schaden? Das war nicht viel. Naja. Hups! Lähmungsnetz ausgewichen, MP frei. Da zermessle ich dich! Ah. Boah, diese Würmer. 5 Adamantite. Also, wer auch immer hier die Schätze lagert, das ist ja der Mafioso. Wer hat die Würmer hier reingetan? Das war sicher Hollander. Mit Sicherheit. So. Ja, der Palsch wird etwas länger, ne? Und ich bin auf 70% angelangt. Sehe ich jetzt erst. 70%! Ei, 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 ei! 70%! Okay, ich höre schon. Gut Leute, wieder kurzer Schnitt. Wir sehen uns nächsten Part wieder. Für mich 5 Minuten, für euch eventuell den ganzen Tag. Bis dann und ciao.